Der kann fast alles außer fliegen und also klettern, schwimmen, Hindernisse überwinden. Von der Vorbereitung her, auf sowas kann man sich auch nicht vorbereiten, im Grunde genommen, nicht? Und es ist sicher vieles, was besser hätte laufen können. Ein paar Mal waren sie total dahinter, was sie mit einem angeworfen haben, jetzt werden wir dann gleich haben, jetzt haben wir dann gleich. Und das Rennen dann allem wieder total knapp ausgekommen ist. Das hat ihn so in Verruf gebracht, weil er in die Siedlungen ist. Wenn man dann damals ins Internet geschaut hat, da hat es plötzlich vom Seifenstück übers T-Shirt bis zum Schlafanzug bis zu Trauerfahnen mit schwarzer Pranke drauf, also alles gegeben. Ich schätze, Bruno war auf der Suche nach einem neuen Revier und hat eben mehr Zeit gebraucht, hätte mehr Zeit gebraucht, um sich an ein Gebiet zu gewöhnen. Ich bin echt froh, dass ich das endlich gemacht habe. Ich meine, soll ich das ganze Leben bei meiner Mama bleiben? Ich will mehr von der Welt sehen und will Leute drin dienen. Das ist ja ganz normal für einen jungen Bär wie mich, finde ich. Im Umfang habe ich das selber aus den Medien halt vernommen, dass der in den Nachbarregionen unterwegs ist, zunächst in Südtirol, dann war er kurz in der Schweiz oder in Vorarlberg. Und ich habe das Ganze eigentlich sehr locker genommen, weil man denkt, ja, Bären streifen öfter mal durch, das ist sicher kein Problem. Und habe das durchaus mit Interesse verfolgt. Natürlich hat es die ersten Meldungen gegeben, dass also der Bär jetzt da dann die Grenze Italien verlässt sozusagen und dann Richtung Tirol kommt. Da hat es also noch nicht diese Emotionen gegeben und da ist auch, sage ich mal, von Medienseite noch kaum was da gewesen, außer eben Meldungen, dass, hurra, der Bär ist da und so weiter. Ja. Es hatte schon im Jahr davor, war ja der Bruder von Bruno im Gebiet von Nauders unterwegs, kurze Zeit. Und da war jetzt ein bisschen die Vermutung, ob er jetzt wieder da ist, nämlich der JJ Due, der das war, nicht der Uno. Und auch so von der Schilderung her war es halt sozusagen vom Verhalten her schon gedacht, das kann der durchaus sein. Und dann ist er halt eh bald wieder weiter auffällig geworden. Ich meine, das war eine Sichtbeobachtung, wo es auch keine klaren Hard Facts als Beweis gegeben hat, aber die hat er Bruno ja dann kurzerhand nachgeliefert. In meinem vollen Namen, da heiße ich ja JJ Uno. Aber meine Freunde sagen eigentlich alle Bruno zu mir. Kämen tue ich aus Italien ursprünglich. Aus einer Teilpopulation von Braunbären im Trentino. Rein wissenschaftlich gesehen ist eine Teilpopulation eine Gruppe von Individuen, die aufgrund mangelnden genetischen Austausches wegen zu großer Isolation zu anderen Populationen zum Aussterben tendiert. Praktisch gesehen heißt das, man trifft eigentlich immer die gleichen Leute, jeder kennt dann jeden und verwandt sind wir inzwischen auch fast alle miteinander. Für einen jungen, extrovertierten Bär wie mich ist das die Hölle. Die Hölle. Ja, deswegen bin ich jetzt eigentlich da. Der JJ Uno, so die eigentliche Bezeichnung vom Bären, der später dann Bruno benannt worden ist, ist es ein in Freiheit geborenes Tier, das im Nationalpark Adamello Brenta, also in der Region Trentino, geboren worden ist. Und das JJ stammt, das sind die Anfangsbuchstaben von den beiden Elterntieren. Also die Mutter Jurka und der Vater Josche sind die Elterntiere und dementsprechend werden dann die Nachkommen nach diesen Elterntieren benannt. Ich denke, seine Triebfeder war einfach, wie es bei Jungbären üblich ist, dass er sich ein eigenes Revier suchen wollte. Er wollte natürlich irgendwo auch eine Bärenfrau kennenlernen und eine eigene Familie gründen. Und da ist es in der Regel üblich, dass sich junge Bären dann auf Wanderschaft begeben.
Das andere war natürlich, er war durch seine Mutter falsch geprägt, hat von ihr auch das Erlegen von Haustieren gelernt und war dann plötzlich auf saftigen Almen gestanden, wo es vor Schafen nur so gewimmelt hat. Und da hat er, denke ich, aus einer Mischung aus Spieltrieb, aber auch aus Beutemachen, eben dann in der Art und Weise zugeschlagen, die, ja, sage ich, nicht begrüßenswert ist.